Spotted you dancing in the club. Shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my eyes. Grüß Gott, ich will ein Food-Tagebuch-Video machen. Ich weiß den Namen. Ich habe das früher immer so genannt, also bitte kein Gemecker. Ich habe das früher immer so genannt, deswegen lasse ich das jetzt so. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war's. Ja, ich fange auch mal an, weil das ist ziemlich viel. Es geht jetzt von Jänner bis April. Wenn ihr wollt und das Video kommt gut an, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich ein Mai bis Dezember auch. Weil dann sammle ich das wieder und dann mache ich so ein Video wieder. Ihr müsst mir das aber bitte schreiben, weil wenn nicht, mache ich das nicht. Weil das ist sehr oft angefragt worden, deswegen mache ich das auch jetzt für euch. Ich fahre gerade irgendwie komisch. So, jetzt geht's wieder. Jänner, beziehungsweise Januar. Da steht bei mir Burger großer M. Da könnt ihr das Foto gerade sehen. Ja, der war sicher lecker, weil ich bin ja gerne beim Mäcki. So viel dazu. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Habt bitte Erbarmen mit mir. Dann steht hier Milchshake. Da war ich mit der Amy unterwegs. Das weiß ich. Das weiß ich. Und ich glaube, bei diesem Burger war ich mit der Min unterwegs. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Dann steht bei mir Pizza. Da war ich aber, glaube ich, mit dem Jan unterwegs, weil da hatte er Geburtstag. Und danach haben wir nämlich noch ein Eis gegessen. Ja, das war an seinem Geburtstag, glaube ich. Ja, ich weiß doch noch ein bisschen was. Dann sind wir schon bei Februar. Und da habe ich einen Burger gegessen. Da, glaube ich, war ich mit der Min unterwegs wieder. Das war nämlich in diesem Saloon im Donauzentrum. Ich gehe dort so gerne hin. Dann habe ich, da war ich, glaube ich, mit meiner Schwester essen oder mit dem Jan. Nein, da war ich mit dem Jan essen. Gnocchi oder Gnocchi oder wie immer man die aussprechen mag, mit Carbonara. Und ich konnte nicht alles essen und mir war danach kotzübel. Aber die waren echt lecker. Es hat nicht an dem Essen gelegen, ich weiß nicht, woran es gelegen ist, aber mir war danach voll schlecht. Jetzt kommt März. Spaghetti Carbonara, da war ich mit meiner Schwester essen, das weiß ich noch. Das ist schon ein bisschen länger her wieder. Sollte ich mal wieder mit ihr machen. Dann waren wir Pizza essen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr mit wem. Keine Ahnung, fragt es mich. Ich glaube, die wurde bestellt. Keine Ahnung. Dann wieder Pizza. Und da waren wir in Wien-Meidling essen, glaube ich. Bei dem einen Restaurant, wo mein Freund immer so gern hingeht. Und die Pizza war echt geil. Die war mega geil. Ich habe jetzt in letzter Zeit so eine Phase, also im März war so eine Phase, Pizza mit Spiegeleier. Mega mäßige Phase. Sushi, das hat der Jan für mich bestellt. Ich war schon lange nicht mal Running Sushi essen, sollte ich mal wieder. Aber das hat er für mich bestellt, ich konnte das leider nicht aufessen, weil ich fand ihn nicht so gut. Hat urlecker ausgeschaut, aber geschmeckt hat es nicht so gut. Dann Schokolade von Hassel oder Hussel, wie spricht man das aus? Bin mir jetzt gar nicht sicher, auf einer Schokolade habt ihr es draufstehen. Die Min und ich haben so eine Phase, immer in diesen Hussel reinzugehen, oder Hassel, wie auch immer. Und da gucken wir uns die Pralinen an und letztes Mal da, wo das Sackerl eben her war, haben die Min und ich gesagt, wir gehen nur rein und kaufen nichts, wir schauen nur. Und dann war eine Prozentaktion auf diese Pralinen. Da mussten wir natürlich was kaufen, war ja eh typisch, oder? Aber wir haben wenigstens mehr gespart als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal haben wir extrem viel Geld für sowas ausgegeben. Dann, wer hätte es erwartet, wieder eine Pizza. Da war ich aber mit einem Ex-Arbeitskollegen essen und mit dem sollte ich mich auch endlich wieder treffen, sonst frisst er mich irgendwann noch. Er hat mich nämlich schon zweimal vorgewarnt. dann waren wir auf einer Abendschulung und ich habe da Kuchen hingeschrieben, aber das sind den eigentlich Bunschkrapfen. Und als einziger, der was mir geschmeckt hat, war der Weiße. Die restlichen waren alle grauslich. Dann haben wir wieder Pizza. Wer hätte das gedacht? Das war dann, glaube ich, schon im Urlaub. Weil da hat der Jan Huhn und Gemüse gemacht und das war echt gut. Das schaut nicht nur lecker aus. Erst habe ich gesagt, war es ein Huhn mit Gemüse und Saft? Das passt ja nicht. Die Deutschen schmeißen immer über alles Saft drüber. Ich weiß, das ist ein Streitpunkt, weil ich habe sicher viele deutsche Zuschauer, sorry dafür. Aber auch wie ich in Stuttgart war, ich habe das nicht verstanden. Und mir ist schlecht worden von den Schnitzeln damals, das habe ich euch eh erzählt, mit der Soße drüber. Es war gut, aber mir ist schlecht worden. Da war nichts der Fall, das war echt lecker. Das war wirklich lecker, hätte ich mir nie gedacht. Dann war ich mit einer Freundin unterwegs. Die kenne ich eben durch die Arbeit. Da waren wir Burger essen und wir haben so gekämpft mit diesem Burger. Und dann haben wir gesagt, wir essen nichts mehr und am Nachmittag sind wir Eis essen gegangen. Leute, das ist sowas von typisch. Aber es war gut. Das ist das erste Mal, dass mir ein Bananensplit mal wieder nach langem geschmeckt hat. Ja, normalerweise, ne. Und wir sind schon im April.
Ja, im April waren Diane und ich wieder im Young-Haus. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr mehr. Deswegen haben wir damals gedacht, da waren wir, glaube ich, auf so einem, da waren wir auf der Comic-Messe, genau, so war das. Da waren wir auf der Comic, oder? Ich glaube schon, da waren wir auf der Comic-Messe, glaube ich, und wollten, ich wollte eigentlich Running Sushi essen gehen, aber weil das am Wochenende so teuer ist, haben wir sich dann doch fürs Young-Haus entschieden. Und da haben wir, also ich habe, was habe ich denn da gegessen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Ente. Ihr könnt das einblendet sehen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir noch, also dort gibt es jetzt neue Getränke, wo die Gläser exakt ausschauen wie in der Serie von Pretty Little Liars. Ich habe irgendwie einen Zungenbrecher mit der Serie. Was sie immer trinken manchmal in der Zeit, wo sie noch in der Schule waren. Ich weiß nicht, wenn ihr die Serie seht, werdet ihr das sicher erkennen. Genau so sehen die Getränke aus. Und die waren so lecker. Da haben wir zweimal welche bestellt, weil die waren echt gut. Da sind so Chiasamen drin. Das ist wirklich gut. Danach habe ich mir einen Kaffee geholt bei Dunkin' Donuts. Yay! Ich glaube, das war Sonntag. Klingt unlogisch, aber es war Sonntag. Danach waren wir nämlich noch beim Benner und haben ein Eis gegessen. Tja, es war ein sehr hungriger Tag, glaube ich. Dann in der Arbeit, in der Zeit, wo Ostern war, habe ich von der Abteilungsleitung so einen kleinen Kuchen bekommen. Das war eher so ein Punschkrapfen, so ein Mini mit einem Häschen drauf. Und das fand ich so niedlich, deswegen musste ich das unbedingt fotografieren. Im April habe ich sehr, sehr viel Fisch mit Gemüse gegessen. Da habe ich leider aufgehört damit wieder. Sollte ich vielleicht wieder anfangen. Also im April habe ich echt viel Fisch und Gemüse gegessen. Und wenn man das so sieht auf dem Foto, schaut das gar nicht schlecht aus. Das war nämlich hergerichtet für die Arbeit. Was ich auch brav im April gegessen habe, war Salat. Und da habe ich auch wieder aufgehört damit. Ich verstehe mich nicht. Ich sag so, wenn es donnert, renne ich aus. Da ist irgendein Käfer bei meinem Fenster. Oh, jetzt kommt die Käferzeit wieder. ja, Salat. Und, wer hätte es gedacht? Pizza. Ich habe so viele Pizzabilder, dass ich das beschriften musste. Toll, oder? Ja, als nächstes, mein Bruder hat angefangen zu kochen. Und er gibt sich wirklich viel Mühe. Und er hat sein erstes Essen, was er gemacht hat? Nein, das erste Mal war Spaghetti, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber er hat einen faschierten Braten gemacht und ich habe davon ein Bild gemacht. der war auch wirklich gut. Mir ist nur danach so schlecht gewesen. Ich weiß nicht, warum. Manchmal entweder esse ich zu viel, was ich eh nicht so oft machen sollte, aber wurscht. ja. Und dann haben wir wieder Pizza gegessen. Wer hätte das gedacht? Mir ist aber aufgefallen, na, das war April. Aber es war zweimal Pizza. Okay, ich sag nichts mehr. Dann hat mein Bruder und ich Wurstknödel gemacht und das war so lustig. Ich habe da ja auch Videos aufgenommen mit dem Handy, aber das Handy spinnt leider. Das war sowas von lustig, ich musste so Tränen lachen. Wir haben gemeinsam die Knödel gemacht, wir hatten Handschuhe an und ich konnte meine Tränen nicht wegwischen, weil ich so Tränen gelacht habe. Ich habe auch schon wieder ein, weiß ich nicht was. Das war echt witzig. Und die Wurstknödel waren nicht schön, aber sie waren wenigstens gut. Weil sie sind uns zerfallen, aber sie waren lecker. Dann in der Arbeit hat die Filialleitung so eine Wurstplatte organisiert und ich hatte frei, hatte ein langes Wochenende und bin aber trotzdem am Freitag extra wegen dem Essen in die Arbeit gegangen. Da komme ich sogar freiwillig, auch wenn es stürmt und schneit. Aber die Filialleitung hat gesagt, ich soll kommen und da ist das Foto davon. Das war echt lecker und der Käse davon war wirklich geil. Nur diese Oliven- und Kapern-Dinger waren nicht so meins, aber egal. Und was ich im April echt oft gegessen habe, war dieser Mozartbecher. Das war abnormal, wie oft ich das gegessen habe. Das war wirklich abnormal. Vielleicht habe ich deswegen so zugenommen. Wer weiß. Das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat das echt Spaß gemacht, irgendwie. Ich will schon, also Ende des Jahres so in der Richtung wieder ein Video machen. Ich hoffe, ihr wollt das auch. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Aber ich hoffe, ihr habt euch über das Video gefreut, weil viele haben nachgefragt. Jetzt habe ich Schluck auf. Viele haben nämlich nach dem Video gefragt und ich habe mir gedacht, dann sammle ich das und mache wieder eins. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das nächste Mal wieder eins haben wollt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!